Lilly, warum denn nur? Du bist so eine Schafsnase, eine absolute Schafsnase. Was ist denn los? Julia, Gott sei Dank bist du da. Es ist so etwas Schreckliches passiert, Julia. Was denn? Was ist passiert? Wieso bist du so aufgeregt? Er ist tot. Wer ist tot? Der Willi. Wer Willi? Mein Liebhaber. Liebhaber? Was heisst das? Du verstehst kein Deutsch. Liebhaber heisst Liebhaber. Was du? Du hast einen Liebhaber? Jetzt habe ich keinen mehr, das ist ein Gott. Du hast doch keinen Liebhaber. Das ist doch völlig unmöglich. Wieso? Bin ich so eine Schreckschnuppe, dass du mir keinen Liebhaber zu Nein, so meine ich das doch nicht. Aber du bist doch verheiratet mit dem Papi. Was du nicht sagst, das ist ja etwas ganz Neues. Ja, und wo ist er jetzt, der Willi? Willi heisst er. Aber wo ist denn jetzt der Willi? Hinter der Couch. Hinter der Couch? Und was macht er dort? Ja, eben tot sein. Ach, Mami. Jesus, Mami, da liegt ja ein. Ja, eben der Willi. Aber Mami, das ist ja ein alter Mann. Ja, und? Ich bin ja auch kein junges Bibeli mehr. Sie schwätzen aber sehr gut Schweizerdeutsch. Ja, mein Papa ist ein Schweizer und wenn er uns besucht, Donnerwetter ist mir trümmelig. Julia, hast du gehört? Sie braucht Salz für ihre Spaghetti. Ja. Ich hole Ihnen gerade Salz für ihre Spaghetti. Dankeschön. Habe ich jetzt etwas Falsches gesagt? Oh, nein. Kommen Sie nur rein. Wir haben es nur davon gehabt, dass meine Mama 40 Jahre lang Spaghetti ohne Salz hat müssen essen. Oh je, hat sie einen hohen Blutdruck? Oh nein, eher einen tiefen. Aber es ist auch nur symbolisch gemeint. Also eigentlich hat sie ihren Mann, also eigentlich ist es eh im Allgemeinen gemeint. Ja, und Sie kommen also aus Norwegen? Ja, genau, aus Norwegen. Sie schwätzen aber sehr gut Schweizerdeutsch. Ja, mein Papa ist ein Schweizer und wenn er uns besucht, Donnerwetter ist mir trümmelig. Wo bin ich da überhaupt? Mann, ich hab Umschädel. Was ist das für eine Wohnung? Bin ich am Ende entführt worden? Oh, hallo! Da sind Sie ja. Hat es Ihnen nicht mehr gefallen hinter der Couch? Wie bitte? Was meinst du? Nein, nicht. Ich bin die Svenja. Ich komme aus Norwegen und ich bin die neue Nachbarin. Sie sind Sie. Hallo! Das ist so gut, dass ihr beide da seid. Hallo, Hallo, Omi. Hallo, Mami. Hallo. Weißt du, als du nicht daheim bist, habe ich sofort gedacht, dass du hier beim Omi bist. Hey, ich habe eine mega Überraschung für euch. Komm, Omi, komm, du musst alles sitzen. Ja, setz mal. So, Deli. Mami? Ja. So. Sind ready? Okay. A one, a two, and ta-da-da-da! Ladies and gentlemen! Das ist der Vladimir Özgün. Er ist ein Sänger aus der Türkei und er spielt im Moment im Elvis Presley Musical, wo gerade durch die Schweiz tut. Der Elvis Presley! Oh yeah! Vladimir, Schatz. Und das hier, das ist die zukünftige Schwiegermami Julia. Und das ist die zukünftige Schwieger-Omi. Da liegt Mann! So, jetzt haben Eidemir. Ja, was ist Eidemir? Der Verlobte von der Claudia. Von welcher Claudia? Claudia ist die Enkelin. Ja, das denke ich, weiß ich danke auch, aber... Meine Enkelin ist doch nicht verlobt. Doch, seit heute Morgen. Mit dem Eidemir Özgün. Das ist ein Sänger aus der Türkei und der spielt im Elvis Presley Musical der Elvis Presley. Allerdings nur in der vierten Besetzung. Sag mal, warum ist denn Claudia plötzlich mit der vierten Besetzung vom Elvis verlobt? Claudia glaubt doch... Willi, du lebst! Oh, Willi, ich bin so glücklich, dass du lebst, oh, Willi! Oh, es ist so schön, es ist so schön! Entschuldigung, wer sind Sie? Ich kenne Sie ja gar nicht. Ja, aber Willi, ich bin Melanie, die Melli.
Sag jetzt aber nicht, dass du ihn kennst. Keine Ahnung, wer sie sind. Um Gottes Willen. Ich glaube, der Blumentopf hat ein Hirn zum Kopf ausgespickt. Willi. Ich bin so glücklich, dass du da bist. Aber Willi, du musst jetzt verschwinden. Willi, du musst jetzt weg. Du musst jetzt heim, Willi. Du musst heim. Aber ich weiß nicht, wo ich daheim bin. Um Gottes Willen, Willi. Du bist der Willi und wohnst in Lörrach. Mein Gott. Wie ist das? Willi, pass auf. Du bist der Willi und wohnst in Lörrach. Hast du verstanden? Nein. Falsch. Passen Sie auf. Sie sind der Ahmet Özkun. Der Großvater von Aydemir aus der Türkei. Haben Sie verstanden? Sie sind der Ahmet Özkun, der Großvater von Aydemir aus der Türkei. Also ein grusiger Durst, hätten Sie mir vielleicht etwas zum Trinken? Ja, selbstverständlich. Wasser, Saft, Cola. Egal, Hauptsache flüssig. Ich hole Ihnen gerade etwas. Oh, ich bin so glücklich, dass du lebst. Ah ja, und nicht vergessen. Falls jemand kommt, einfach nur sagen, ich bin der Ahmet Özkun, der Großvater von Aydemir aus der Türkei. Sonst nicht. Sie können kein Deutsch. Ahmet Özkun, Großvater von Aydemir aus der Türkei. Ich bin stark wie Bock. Aydemir, Schatz, das heißt stark wie Stier. Stier. Schittier, stark wie Schittier. Genau, genau, stark wie Schittier. Also, aber so. Umdrehen. Ah, Willemann, jetzt du. Fliege in die Helikopter in die Keller. Hä? Jawohl. Okay. Jawohl. One, du, three. Und ich auch nicht. Aber was ich verstanden habe, ist, dass Claudia sich mit einem türkischen Elvis Presley verlobt hat. Das ist doch Quatsch. Also wenn Claudia sich verlobt hat, dann wüsste ich das doch. Ja, vielleicht weiß es ja die Chef. Das ist mir gut. Sie haben mir etwas Neues einfallen lassen, immer die alten faulen Sprüche. Aber sag mal, Chef, weißt du, ob sich meine Tochter tatsächlich verlobt hat? Also ich verstand das einfach nicht. Ich verstand das nicht. Ihr hättet doch müssen merken, dass er so lebt. So etwas merkt man doch. Und ihr Dummköpfe machen noch die Decke zu, nur weil ihr gecheckt habt, dass er so lebt. Grüß Gott, freut mich, ich bin der Eisimann. Oh, ich weiß, wer Sie sind. Er ist der Sänger. Elvis Presley Sänger aus dem Elvis Presley Musical. Yay! Oh yeah! 1, 2, 3, 4, baby, 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 Hallo zusammen! Wir schauen hier die ganze Familie versammelt. Das ist doch nicht etwa heilig oben, oder? Doch, genau. Heilig oben inklusive Weihnachtsmann. Ja, und inklusive Elvis Presley. Yay! Yeah. Oh, Opi, Opi, darf ich dir meinen Bräutigam vorstellen? Das ist der Aydemir Özkun, der beste Elvis, den es je gegeben hat. Yeah. One, two, three, four, five, six, sehr gut. Vorsingen müssen wir später. Ich muss jetzt leider noch ein paar Unterlagen holen und sie einem Kollegen bringen, der draußen im Auto wartet. Aber es freut mich sehr, Sie kennengelernt zu haben. Und Ihre Großpapa, den kenne ich ja bereits. Aber du bist okay. Endlich hat sie kapiert, wer ich bin. Ich finde, er braucht jetzt wirklich sofort den Arzt. Schatz. Tut mir so leid, ich weiß nicht, was los ist. Das ist ein ganz komischer Kopf. Ist jetzt das deine Familie? Hast du es Ihnen schon gesagt? Sag mal, was sollst du uns gesagt haben? Dass Melanie und ich unsere Lebensabend gemeinsam verbringen wollen. Und das passiert in einer christlichen Familie. Also ich denke, Sie haben einen Haufen familiäre Dinge zu besprechen, da störe ich nur. Ich gehe dann einmal, ja? Adieu miteinander. Sie bleiben da! Verstanden? Absitzen! Absitzen! Ali!
Svenja, was machst denn du da? Ja, ich habe gedacht, ich kann ja auch in der Schweiz weiter studieren. Dann lerne ich vielleicht endlich einmal die Familie kennen. Papi!